Spiel 3. Hallo, ihr zwei Ulknudeln. Laut interner Umfrage geltet ihr als die lustigsten Mitarbeiter von ProSieben. Diese Behauptung soll heute mit der Realität abgeglichen werden. Ihr müsst innerhalb von 3 Stunden 9 Florida-TV-Mitarbeiter zum Lachen bringen. Und Lachen bedeutet Mund auf und Lachgeräusch. Ob ihr zu den Mitarbeitern ins Homeoffice fahrt oder ob ihr sie irgendwo hinbestellt, das ist euch überlassen. Es gelten nur Lacher von Angesicht zu Angesicht und ohne Vorankündigung. Das begleitende Team darf nicht für eure Lachzwecke missbraucht werden. Eure Aufgabe beginnt in exakt 24 Stunden. Bis dahin könnt ihr euch vorbereiten. Ihr bekommt natürlich von uns ein Auto gestellt. Etwaige Requisiten sind zum Übergabeort mitzubringen, den ich euch später noch übermitteln werde. Gegel, Gegel, euer Herr ProSieben. Das ist unser Auto. Ja, dann haben wir natürlich noch ein witziges Auto gekriegt. Ja. Und die Gänsefüße, die ich bei dem Wort Witzchen gerade gemacht habe, die können sich wohl selber denken, liebe Zuschauer. Ich hätte auf sowas keinen Bock. Komm, hilft mir nichts. Lass dir jetzt nicht die Laune verderben, ja? Es wird ein lustiger Tag. Dann haben wir noch so eine Liste bekommen mit allen Mitarbeitern, Telefonnummern, Adressen und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ihr fahrt uns hinterher, ja? Wir haben einen Plan, ihr nicht. Ja, und dann ging's los. Viel Zeit war ja nicht. Neidisch? Wir bekleben Ihr Auto auch, wenn Sie das möchten. Ne? Alles eine Frage des Preises. Wir wollten direkt anfangen mit 2 sehr labilen Mitarbeitern, was das Lachen angeht. Und da geht es um Jakob und Katha, die im Prinzip die Lachen mit morgens der Wecker klingeln. Sag mal, wollen wir uns kurz sehen? Ich bin auf dem Weg in Volkspark Friedrichshain mit Klaas. Mit Klaas? Ja. Es ist nur ungewöhnlich, weißt du? Nee. Dann haben wir die beiden in Volkspark Friedrichshain zitiert. 10 Minuten sind wir da. 15 Minuten. Alles gut, du musst jetzt. Bin ich gekündigt, oder? Nein. Du musst nein, jetzt. Das machen wir nie persönlich. Das war halt gut, ne? Dann waren die da beide auf einem Fleck und dann konnten wir da direkt 2 Gags abfrühstücken. Ich war lange nicht mehr im Park. Hier ist auch die schöne Seite von Volkspark Friedrichshain. Da sind die ganzen Arschlöcher mit ihren Slacklines. Hey! Katha, die arbeitet bei uns im Booking, das heißt, sie ist verantwortlich dafür, Künstler in unsere Shows zu überreden, dass sie da mitmachen. Katha, kannst du dich mal einmal hier hinsetzen mit Rudi eben? Ist alles gut. Wundere dich nicht wegen der Kamera. Das fängt schon wieder so komisch an. Nein, wundere dich nicht wegen der Kameras. Und witzig findet ihr immer Tiere oder Prominente, die anders aussehen als normal? Das ist ihr Weak Spot. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Arbeit. Ich finde, du hast sehr viele gute Leute schon gebucht. Finde ich auch. Es ist jetzt nur aufgefallen, Joko und mir, als wir noch mal so das alles durchgegangen sind, dass ganz viele Gäste, die wir hatten, zu leise waren. Okay. Guck mal, er war zum Beispiel irrsinnig leise. Es wird irgendwie sehr aufgefallen, woran das liegen könnte. Mit sehr kleinen Mund. Ja. Wer auch irrsinnig leise war, ansonsten ein guter Gast und so, aber irrsinnig leise war er. Hier, Paulina, auch super leise. Aber auch Steven war irrsinnig leise. Sehr leise. Butterbirn. Danke für diese Anregung. Das war das Thema, was wir mit dir... Schön, dass du rumgekommen bist. Das war's? Ja, das wollten wir mit dir besprechen. Wir haben ja gesagt, nichts Schlimmes. Wir bleiben hier, du kannst einfach weiter spazieren gehen. Ja, Katha, ich weiß nicht, wie deutlich wir das noch sagen sollen. Aber deine Sendezeit ist abgelaufen. Fuck off. Danke, Leute. Ciao. Tschüss. Ja, das hat er gut geklappt. Das ist halt schon auch so ein Stück weit so haha witzig, Chef. Ne? Aber man sieht, dass das irgendwie auch eine Berufung ist, was wir beide machen. Jakob arbeitet schon seit vielen Jahren bei uns und man hat meistens Glück mit ihm, dass er also alles erstmal witzig findet. Der gehört zur Kicherbande. Der ist der Chef von der Kicherbande. Der Chef von der Kicherbande. Manchmal findet er aber auch irgendwas nicht so witzig. 7 Leute bin ich. Ja. Setz dich doch. Soll ich so tun, als wäre hier nicht die Kameras? Oder? Setz dich mal hin jetzt, mal ohne Scheiß. Juck und ich haben was für dich vorbereitet. Für mich vorbereitet? Ja, wir haben was für dich vorbereitet. Du müsstest ein Stückchen mitkommen. Komm mal mit, wir gehen da eben mit. Das war, glaube ich, von allen mit der aufwendigste Gag. Das war ein ziemlich aufwendiger Gag. Joko? Ja? Jakob ist da, du kannst jetzt kommen. Das Bein ist gerade eingeschlafen. Ihr müsst einmal zu mir kommen, bitte. Ist doch scheißegal, ob dein Bein eingeschlafen ist. Nein, komm mal bitte, wirklich. Ihr müsst zu mir kommen. Mein Bein ist eingeschlafen. Okay, wir kommen zu dir. Leise.
Weihnachtskram. Weihnachten ist gerade eigentlich. Darf ich es mal sehen, dein Bein? Ja, komm, ja, klar. Aber ich bin sehr leise. Oh. Ja. Wie alt ist dein Bein? Ist 41 Jahre alt. Wenn sie ruhig schläft, dann sind sie süß, ne, die Beine. Ja, ja, ja. Der Witz ist so scheiße, aber irgendwie ist er so viel witzig. Ganz ehrlich. Der ist genauso scheiße wie witzig. Das ist eine ganz verrückte Humorformel. Mein Herrgott, wir sollten jetzt auch keine Premium-Gags aufführen für die Ewigkeit, sondern die sollen einmal kurz lachen und weiter geht's. Es geht ja am Ende um den Punkt, also funktionales Abgängen. Hallo, klar, ist scheiße drauf. Was mit dem? Eigentlich genau richtig für mich. Ich konnte endlich mal all die Gags machen. Im Prinzip für, haben wir, für die ich sonst immer geopfert im Prinzip haben wir Winterscheids Giftschrank ausgeräumt. Ja. So. Lars, warte! Moment, ich hole ihn kurz. Lars! Richtig schnell haben wir uns da die ganzen Lacher abgeholt. Peng, peng, peng. So, und jetzt sage ich herzlich willkommen. Hier ist das mexikanische Wappentier. La cucaracha. Dran wieder. Ich dachte, Sie lachen jetzt vielleicht über das Auto, weil Ihr Auto sieht nicht besser aus. Der Kollege Mascha, ne, der haben wir ganz schnell mal eben ein Auto geschenkt. Was wäre so dein Traumauto? Ein alter Porsche. Mascha, ja. Du wirst nicht enttäuscht sein. Bitteschön! Okay, das ist ein bisschen geiler als ein alter Porsche. Wir haben uns dann Rauli vorgenommen. Herr Rauli. Ich hätte für Rauli ein Geschenk vorbereitet, weil der arbeitet wirklich sehr viel. Ich habe auch als für dich einen kleinen Präsentkorb. Diese Flasche, die muss ich vorsichtig, die ist schon auf. Achso, das noch, ein schöner Stein noch. Ja, dann haben wir festgestellt, es sind viel mehr Leute im Büro als eigentlich gedacht. Dann sind wir erstmal auf Reinigungs-Superstar Sabine getroffen. Soll ich das schnell machen? Was machst du? Ganz einfach. Eigentlich lacht die den ganzen Tag, ne? Ja. Nur wenn man eine Kamera auf sie hält, meint sie, dass sie sich jetzt irgendwie zusammenreißen muss und irgendwie so auf feine Dame machen muss. Das ist ein Mann mit dem Auto, der fährt aus Versehen über einen Huhn drüber. Und dann nimmt er das Huhn von der Straße und denkt, oh Mann, ey. Und geht zum nächsten Bauern, weil er ein Schuldgefühl hat. Und sagt dann, Entschuldigung, ist das Ihr Huhn? Und dann sagt der Bauer, nee, so platte Hühner haben wir nicht. Das arme Huhn. Das war richtig kurios, ne? Ich hab's eigentlich versteht bis heute nicht. Ich hätte wirklich, kennen Sie so nicht. Ich hätte alles, was mir lieb und teuer ist, darauf gewettet, dass sie lacht. Ja. Sofort. Also Sabine, dich habe ich ganz falsch eingeschätzt. Warum? Warum denn das? Nee, weiß ich auch nicht. Einfach gedacht. Bin richtig sauer noch auf die. Richtig wütend auf die. Ja, aber wir sind ja Gott sei Dank im Team unterwegs gewesen und da habe ich noch so einen rausgekramt, einen guten alten Witz aus Schulzeiten. Der hat die richtige Humorfarbe gehabt für Sabine. Ein Elefant und Kamel treffen sich, ne? Sagt der Elefant zum Kamel, das ist ja witzig, du hast deine Titten am Rücken. Und dann sagt das Kamel zum Elefanten, musst du gerade sagen, du hast einen Pimmel im Gesicht. Gut. Auch witzig. Ist das witzig oder nicht? Next, komm. Ist egal. Mir geht's um Punkte. Es geht ja nicht darum, wer den besseren Witz hat. Und uns fehlten nur noch zwei Mitarbeiter, die wir zum Lachen bringen müssen. Ey, ich habe eine Idee. Hinten im Schnitt ist Basti, ne? Hallo, Jan Bob. Ist bei dir Basti eigentlich? Ja. Wo wollen wir hin? Eine Hose anprobieren. Was? Ist eine Hose? Ja, das ist gleich wieder. Bei Basti ist es so, der mag das nicht so, wenn man den jetzt einfach so filmt. Und wenn man dann vor allem nichts sagt, dann kann es sein, dass er so nervös wird und dann praktisch als Übersprungshandlung anfängt zu lachen. Und Frank, wie geht's? Ich halte das aus. Das will mich nicht außer Bahn. Okay, hat gelacht. Hat geklappt. Oh. Das war unser Ziel. Bei Basti ist aber was anderes passiert. Wolltest du mit der Hose zu Jan Bob gehen und jetzt sagen, sag mal, sieht die gut aus? Oder was? Jan Bob hat mir die mitgebracht von zu Hause. Warum? Was ist los mit dieser Hose? Leute! Das ist eine gesponserte vom Baywatch-Podcast. Basti hat, ich muss das so sagen, wie es ist, hat eine gestohlene Jeanshose angehabt. Und warum hast du die an? Weil Schmidti hat Jan Bob welche mitgebracht, damit er die bei eBay verkauft.
Du hast unsere Baywatch-Levels. Das wird ja immer besser. Dann sind wir also richtig einer Jeans-Verschwörung auf die Spur gekommen. Schmidti bekommt die Hose, gibt sie Jan Bob, der will sie bei eBay verkaufen. Und Basti sagt, wer wurde mal, bevor du die bei eBay verkaufst? Und das war dann so interessant dann auch wiederum, ja, dass wir fast vergessen hatten, was eigentlich unsere Aufgabe ist, weil wir dann wie so Rummelplatz-Detektive sind wir dann auf Streife gegangen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zu Schmidti und stellen ihn zur Rede. Ja, das machen wir. Weil Schmidti ist hier Geschäftsführer, weißt du? Das ist das Allerletzte, wirklich. Das ist ja unglaublich. Dann kam Schmidti ja ins Büro. Ah! Ich habe keine Zeit. Also wir werden ja eh zu ihm gefahren, weil wir ihn wegen der Jeansverschwörung vornehmen mussten. Müssen wir was abholen. Wir haben gerade was rausgekriegt. Was musst du abholen? Diebesgut eigentlich? Ja. Von was Baywatch Berlin? Musst du hier Schwarzgeld abholen? Sachen, die du verhökerst, die wir bei Baywatch Berlin kriegen? Wer verkauft die in deinem Namen auf eBay? Wer hatte hier als... Ja, Drogen genommen. Nee. Aber wir sind ihm hinterhergelaufen wie in bester Spiegel-TV-Manier, ne? Absolut, ja. Du bist gerade ans Messer geliefert worden. Und zwar Basti hat alles ausgefallen. Von allem. Jan, Bob und Basti. Was ist das für Geschrei? Was ist das für Geschrei? Wo er ganz genau wusste, er stand bis hier in der Scheiße. Ja, das ist kurz bevor die bei Spiegel TV die Kamera kaputt schlagen. Ja. Beide haben gesagt, du hast ihnen die Hosen gegeben, damit du sie auf eBay verkaufst. Was? Aus dem Baywatch Podcast. Ah, da geht ihr nicht auf, ne? Wie ist die denn hier gelandet, ne? Check! Was? Ja. Geschäftsführer der Florida. Und dann klaut der Sponsorenhosen aus unserem Podcast, um sich bei eBay eine goldene Nase zu verdienen. Warte mal, ihr habt hier 1, 2, 3 Kameras, um aufzudecken, dass ich die Hosen, die ich gekriegt habe. Das ist zufällig rausgekommen. Du hättest Basti aus deinem Ring rauslassen müssen. Der ist das Leggeboot. Basti auch einen nehmen? Das wird ja immer schöner. Kriegt den Hals nicht voll. Kleine Ratte, ey. Gier frisst Hirn. So einen wollen wir nicht, du Elster. Das ist eine Sackgasse, der Raum, da kommst du nicht vorne. Klaust du dir jetzt noch was zu trinken, oder? Dann haben wir aber festgestellt, Schmidti benutzt die Firma als Lagerraum. Hält mir doch mal diese Scheiße hier weg. Und dann lach ich. Das ist der beste Dreh meines Lebens. Ich habe viele Sachen rausgefunden über die Mitarbeiter, die man nicht erwartet hat. Das finde ich auch schön, so neue Aspekte. Hast du dir das vorher überlegt, wie das sein soll? Hast du eine Vorstellung, was ein normales Auto ist, was da so reingeht? Ich habe mehrere normale Autos. Wir haben die Verschwörung gelöst und wir haben die Aufgabe gewonnen. Wir haben ein Verbrechen bekämpft. Wir brauchen einmal von dir, wie du in die Kamera sagst, dass wir das ausschneiden. Ich möchte nicht gefilmt werden. Und wir haben Menschen zum Lachen gebracht. Ja, das ist ein richtiger Hit. Das ist True Crime auf ProSieben. Gibt's ja nicht als Format sonst. Nochmal Chapeau. Herzlichen Glückwunsch. Ganz normale Leute sind ja. Ja. Wenn man immer denkt, was sind das für welche? Ihr habt es geschafft, aber anders als gedacht, muss man dazu sagen, ne? Ach Gott, ey, diese Firma. Als hier da reingeht, das mit Schmidti, das ist alles... Das sind nämlich immer, wenn man denkt, was sind das für welche? Ganz normale Leute, scheinbar. Und er hat es ja nicht unbedingt notwendig, das ist ja ein Zwang von dem. Der ist gierig, der ist. Aber ich habe meine Sachen hier hinten in der Garderobe liegen lassen. Ja, abschließen. Ach so, habe ich vergessen. Bist du wahnsinnig. Glaubst wenn jemand Schmidti sieht, sofort schnappen. Der macht deine Schlüssel hier heimlich nach, während du moderierst und steigt bei dir zu Hause ein. Wirklich? Ja, sie kommt von hier nach Hamburg? Ja. Oh, Schmidti, wir reden nochmal. This is my quest to find.